Hallo, heute gibt es ein kleines Korrekturvideo zu meinem letzten Video. Zum einen, es geht um die RV 335. Ich habe von meinem Sammlerkollegen ein neues Exemplar bekommen, direkt nach meinem Hinweis, dass die Antrift gezogen hat. Die wird jetzt wieder getestet und schauen wir mal, was dabei passiert. Und der zweite Punkt ist, ich war gestern im Spinnermuseum. Und zwar in der Reihe Die lange Nacht der Museen in München war gestern die Spinnersammlung auch geöffnet. Dort war ich gestern Abend. Und am Ende dieses Videos gibt es eine kleine Slideshow über die Vitrinen, dass man einen ungefähren Eindruck bekommt, wie das Ganze aussieht. Es ist nicht allzu groß, aber auch nicht klein. Und es sieht ganz nett aus, also sehr interessant. Aber es ist natürlich Andrang gewesen und ich habe versucht, die Vitrinen einigermaßen zu fotografieren. Es hätte besser sein können, aber mehr war jetzt nicht drin, auch mit der Beleuchtung. Es war ein bisschen mehr improvisiert. Aber trotzdem hat man einen Eindruck und ich hoffe, es gefällt einigermaßen. Und dann schauen wir mal, was passiert jetzt mit der RV 335.13:30 Uhr am 15.10. Wir wiederholen die Messung der RV 335, die mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist als zweites Exemplar. Die Parameter, die wir das letzte Mal hatten, waren auf der 200 und 300 Volt Linie. Ich fange jetzt mal an mit der 200 Volt Linie. Dort sollte bei minus 15 Volt Gitterspannung circa 110 Milliampere Strom fließen, ungefähr. Da ich ja wusste, dass ich eine zweite Röhre bekomme, habe ich den Neuberger so gelassen wie beim letzten Test. Das heißt, ich muss jetzt auch kurz die Kamera in die Parkposition legen, um die Röhre zu konnektieren. Ich hoffe, der Fokus spielt mit. Wie gesagt, das hier ist ein Bajonettsockel. Und diese beiden Stifte sind die Heizung, der Mittelstift ist die Kathode und hier ist das Steuergitter. Die Anode ist wie immer am Kopf. Die Messkabel sind silikonisiert, da die Röhre im Betrieb sehr heiß wird. So versuchen wir das Ganze mal ohne großes Drama anzuschließen, ich irgendwo hängen bleibe. Kathode. Steuergitter. Und zum Schluss natürlich auch die Anode. Damit ist die Röhre konnektiert. Die Kontrollen vom Neuberger sind alle auf 0. Anodenspannung ist 0. Das Steuergitter wird gleich eingestellt. So, die Heizung hat schon mal Durchgang. Das ist ein gutes Zeichen. Ich bin bei der Heizspannung noch im 13 Volt Bereich. Damit bin ich im 20 Volt Bereich des Messgerätes und stelle jetzt mal grob die 12 Volt Heizspannung ein, die ja gleich wieder einbricht, wenn ich die Röhre heize.
was wir jetzt hiermit tun. Die Röhre ist wie gesagt indirekt geheizt mit 12,6 Volt bei 1,2 Ampere. Und wie alle indirekt geheizten Röhren braucht sie ein paar Sekunden, bis die Temperatur erreicht ist und somit auch die Stromaufnahme stabil ist. Ich korrigiere die Spannung, die Heizspannung auf, das ist zu viel, auf die ungefähren 12,6 Volt. Scheint stabil zu bleiben. Dann brauchen wir jetzt das Steuergitter. Dafür gehe ich in den 50 Volt Bereich. Und stelle auf 15 Volt ein. Man sieht, die Einstellung vom letzten Mal ist schon geblieben. Der Fokus spielt nicht richtig mit heute. 15 Volt Steuergitter. Die Anode ist wie gesagt noch auf 0. Ich brauche das Ampermeter. So, dann mögen die Spiele beginnen. Ich starte mit 50 Volt Anodenspannung. Da passiert natürlich am Anodenstrom noch relativ wenig. Vor allem deshalb, weil auch die Röhre noch nicht im Messmodus ist. Ich muss natürlich erst die Kurzschlussprüfung machen. Die ist negativ verlaufen. Und jetzt kann ich die Anodenspannung einschalten. Wie gesagt, 50 Volt. Da passiert noch relativ wenig. 100 Volt, 16,8 Milliampere, 150 Volt Bereich, 59 Milliampere, 200 Volt Bereich. Ich muss jetzt natürlich die Anodenspannung korrigieren. Ich bin im 250 Volt Bereich. Das ist die obere Skala. Ich komme aber nicht ganz hoch auf die 200 Volt, das heißt, ich halte jetzt eins höher. Bin dann jetzt im 500 Volt Messbereich, das ist die zweite Skala von oben und bin schon relativ nah an den 200 Volt. Das Steuergitter, das ist geblieben bei minus 15. Da die Röhre sehr steil ist, mache ich jetzt hier eine möglichst exakte Einstellung. Und ich habe trotzdem schon 186 Milliampere. Ich hätte jetzt erwartet, irgendwas um 110. Also wie gesagt, hier ist minus 15. Sollte ungefähr hier sein. Ist aber sehr viel mehr. Die Spannungen stimmen. Ich habe 200 Volt in der Anode. Minus 15 im Steuergitter und machen wir jetzt mal den Vakuumtest. Ich
bin schon auf 160 gefallen. Das war die Minimalkorrektur an der Steuergitterspannung, weil wie gesagt die Röhre ist sehr steil. Das heißt, kleinste Änderungen am Gitter, an der Gitterspannung haben schon große Änderungen am Anodenstrom zur Folge. Also ich mache jetzt den Vakuumtest. Und man sieht, der Anodenstrom ändert sich nur geringfügig, wie er es sollte. Das heißt, das Vakuum ist intakt. Bei der letzten Messung hat ja der Anodenstrom auf über 20 mA sich geändert, was ja den Vakuumfehler angezeigt hat. Genauso hat ja auch die Gitterspannung einen starken Einbruch gehabt aufgrund der Ionisation, dass natürlich Gitterstrom fließt, was dazu führt, dass auch die Steuergitterspannung einbricht. Die ist aber stabil geblieben auf 15 Volt, auf minus 15 Volt. Somit funktioniert das Steuergitter und die Röhre hat ein exaktes Vakuum. Machen wir nochmal den Kathodentest. Beim Kathodentest wird die Kathode, die Verbindung getrennt und der Anodenstrom muss auf 0 Volt fallen, 0 Ampere, Entschuldigung, weil natürlich jetzt hier kein Anodenstrom fließt. Sollte trotzdem Strom fließen, gibt es einen Kurzschluss zum Heizer. Der ist, wie gesagt, nicht gegeben. Nochmal den Kathodentest. Der verhält sich auch normal. Insofern würde ich sagen, die Röhre funktioniert. Im letzten Mal haben wir auch die 300 Volt Linie getestet bei minus 30 Volt. Das ist die 300 Volt Linie. Bei minus 30 Volt sollten 90 mA fließen. Da die Röhre, wie gesagt, schon sehr stark ist, dürfte jetzt auch dort der Strom höher sein. Ich stelle es mal ein. Minus 30 Volt im Steuergitter. Und 300 Volt in der Anode. Bin noch im 500 Volt Bereich. Komme aber nicht hoch. Immer noch nicht. So, jetzt haben wir 300 Volt Anode. Minus 30 Volt Steuergitter ist auch stabil geblieben, da ein Ecktank Edelflop-Up intaktes Vakuum. Und ich habe 174 mA Anodenstrom. Bei der Prüfung des Vakuumtests minimale Änderung, verhält sich normal. Ich sollte haben 90 mA. Also das wäre die 300 Volt Linie. Bei minus 30 Volt Steuergitter, habe aber 174. Der Vakuumtest ist weiterhin stabil, Kathodentest auch. Die Anode ist bei ist ein bisschen hochgegangen bei 300 Volt. 173 mA. Da sich die Röhre ganz normal benimmt, auch beim Vakuumtest, Kathodentest, Steuergitter ist stabil geblieben auf minus 30. Heizspannung ist auch auf 12,6. Also alles ist dort, wo es hingehört. Laut Datenblatt soll ja die Heizspannung auf plus minus 3%
korrekt gehalten werden. Das ist damit gegeben. Und dann würde ich sagen, die Röhre funktioniert. Ich bin zufrieden. Und dann geht es jetzt weiter mit dem Gang durch die Spinnersammlung. Die Röhre ist gut heiß geworden.
Und wie immer, danke für die Aufmerksamkeit und bis nächste Woche.